Hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schmeier, Partner, Produktionscoach, Psychologe, das ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Kauft mein fucking Buch, Feuer und Flamme. Bringt es auf der Spiegel-Bestsellerliste ganz nach oben. Zweite Auflage wird schon gedruckt und bin schon, also letzte Woche war ich auf Platz 49 schon. Größter Erfolg für mich bisher. Ja, heute haben wir wieder eine schöne Mail. Wenn du auch solche Mails, welche Fragen beantwortet haben willst, kannst du bei einem Formular auf libysche.de machen. Da findest du auch meine umfangreichen Kurse. Und Titel dieser E-Mail ist: Ich tippe vor der größten Entscheidung meines Lebens. Schauen wir mal, was wir da machen können. Ich bin Anfang 20 und eigentlich in der schönsten Beziehung, die ich bisher hatte. Hatte insgesamt schon 7 Jahre Beziehungserfahrung mit 4 Männern. Leider gab es vor einer Woche eine sehr plötzliche Trennung seinerseits. Seine Begründung, er liebt mich nicht mehr. Ja, ist so, wie es ist, ne? Wenn er es sagt. Ich konnte das gar nicht glauben, weil es keinerlei Anzeichen dafür im Vorfeld gab. Aber gut, ich habe es hingenommen und bin aus der gemeinsamen Wohnung kurzerhand ausgezogen und zu meinen Eltern gezogen. Ja, das ist auch ein bisschen der Grund, warum ich immer finde, man sollte partnern, wenn man sich trennen will. Das ist vielleicht schon mal so ein bisschen... Machen, glaube ich, viele, dass sie das für sich so entscheiden und vielleicht gibt es noch jemand anders und dann wird es einfach nur noch ausgesprochen und was regst du jetzt auf, jetzt zieh aus, hier, ich will dich nicht mehr. Ist manchmal auch ein bisschen fairer, dass so ein bisschen den Prozess auch mitkriegt, sage ich mal. Ne? Aber gut, nach ein paar Tagen kam die Nachricht, dass er nochmal nachgedacht hat und bereut, was er gesagt hat und getan hat. Wir haben uns vor der Trennung gestritten, weil mein Bauchgefühl wieder anschlug und ich das Gefühl hatte, er lügt mich an. Okay, wir haben uns dann getroffen und er erzählte mir, dass er alles sehr bereut, eine Kurzschlussreaktion aufgrund des Streits hatte und er keinen anderen Ausweg wusste. Ja, also ich habe wirklich Verständnis, dass man sich mal, ihr seid ja auch jung, dass man sich mal heftig streitet und vielleicht sich auch mal trennt dann, aber dass man das so krass durchzieht, dass du schon ausgezogen bist. Okay. Das ist ja schon so ein bisschen heftiger, ne? Ich habe ihn, schätze ich, zu sehr in die Enge getrieben und daraufhin ging was mit ihm durch. Ich stehe jetzt an einem Punkt, wo ich nicht weiß, wie es weitergehen soll. Ich liebe ihn, aber ich habe auch viele schlechte Erfahrungen in der Beziehung gemacht. Jetzt frage ich mich, ob das Universum mich auf die Probe stellt und ich diesmal anders reagieren muss als sonst. Wurde bisher in 2 Beziehungen zwischenzeitlich verlassen und die Person kam zurück. Ich habe es zugelassen. Ach, du kennst das sogar schon. Nun aber unsere Vorgeschichte. Am Anfang war alles gut. Wir sind zusammengezogen. Plötzlich bekam ich immer mehr ein schlechtes Bauchgefühl. Ich hatte das Gefühl, er lügt mich an und hat seinen Job verloren. Ein ganzes halbes Jahr hat er abgestritten, bis der Pfänder vor unserer Tür stand und er reinen Tisch machen musste. Uff, jeieieiei. Er hat in so vielen Punkten gelogen, war nicht ehrlich und danach gab es immer wieder Situationen, wo er bei Kleinigkeiten gelogen hat und ich nicht auf mein Bauchgefühl gehört habe. Ja, mit Menschen, die viel lügen, zusammen zu sein, finde ich extrem anstrengend. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Das finde ich jetzt nicht so gut. Also am Anfang habe ich so gedacht, ja, vielleicht bist du zu doll, vielleicht erwartest du zu viel von ihm. Oder vielleicht kreierst du womöglich aus dem Nichts Streits, aber hier zeigt sich, dass er eher sowas so super Grund hast, nachzufragen, so, ne? Vor allem, wenn er dich schon x-mal angelogen hat, ne? Ja, also ich finde das ganz schwierig mit Menschen, die so impulshaft lügen, ne? Finde ich ganz schwierig, ne? Und vielleicht hat er sich auch nur dadurch unter Druck gesetzt gefühlt, also schreibst du ja auch, dass du ihn jetzt in Frage stellst wegen seinen vielen Lügen, ne? Er war oft weg, kam nicht nach Hause, hat sich nicht gemeldet. Oh, habe jetzt leider gerade meine Hosen, seine fucking Standards, Jingles nicht dabei. Mich am Tag meiner Abschlussprüfung alleine gelassen, obwohl abgesprochen war, dass er nach Hause kommt. Was meinst du, wenn jemand ernsthaft Probleme hat, auf wen du da nicht zählen kannst? Ja. Weil ich ihn nochmal, also alleine gelassen, obwohl abgesprochen war, dass er nach Hause kommt, weil ich ihn nochmal sehen möchte. Ich saß oft zu Hause und habe mit
mit schlechten Stimmungen gekämpft. Er hat immer wieder drauf geschissen, wie es mir geht und nichts verändert. Er kommuniziert nicht und wählt immer wieder den für ihn leichteren Weg, vor seinem Problem wegzulaufen. Jetzt die große Frage. Ich stehe vor der Entscheidung, ihn zurückzunehmen, weil ich auch vieles an ihm schätze. Also eins kann ich dir schon mal sagen, das wird nicht die größte Entscheidung deines Lebens sein. Es werden noch viel schlimmere Sachen oder viel krassere Sachen kommen, könnte ich für wetten. Also auch wenn du dich hier falsch entscheidest, ist das Leben nicht vorbei. Es wird nicht, also das ist jetzt nicht der Supermann hier. Also da wäre ich, glaube ich, entspannt, muss ich sagen. So, weil ich vieles an ihm schätze, was ich vorher nie so erlebt habe, oder ihn, wie es mir alle raten, in den Wind zu schießen. Also wenn einem alle raten, in den Wind schießen, auch nicht so gut. Also die kennen ihn ja vielleicht ein bisschen mehr als ich jetzt hier. Mein Bauchgefühl schlägt an, allerdings kann ich ihn auch nicht loslassen und vermisse ihn. Ja, muss auch mal rationale Entscheidungen treffen, ne? Ja, klar vermisst du ihn, ja. Ich meine, war ja auch vieles gut scheinbar, ne? Glaube an das Gute in ihm. Ja. Und glaube ihm, dass er sich wirklich ändern möchte. Hat aber bisher nicht. Ich habe ihm gesagt, dass ich Zeit brauche, um ihm zu vertrauen, damit er beweisen kann, dass er anders kann. Aber dieses Zwischending zwischen Beziehung und keine Beziehung halte ich nicht durch. Ich brauche eine klare Entscheidung, kann diese aber nicht fällen. Was soll ich tun? Also letzten Endes müsst ihr natürlich selber immer wissen, ob ihr euch trennt oder nicht. Ne? Ich kann immer nur das mit euch hier reflektieren. Aber ja, das wäre jetzt, glaube ich, ich kann das letztlich jetzt nicht, außer in ganz krassen Fällen vielleicht, kann ich das hier jetzt nicht sagen. Was mir jetzt, sag mal, was mir auffällt. Also du schreibst, die schönste Beziehung, die ich bisher hatte, aber hier kommt wirklich eine Riesenlatte von Problemen, die nicht gut sind. Und was ich immer sage, so unangenehm das auch ist, ich weiß, es ist unangenehm, was ich jetzt sage, ich würde eine Beziehung eher nach den schlechten Seiten beurteilen, so, ne? Insbesondere, wenn die häufiger auftreten. Und nicht so, ach, es gibt hier 50% Gutes und es gibt 50% Schlechtes. Glauben wir doch mal an die 50% Gutes. Nee, dann bleibt man häufig zu lange in eigentlich suboptimalen Beziehungen. Ich würde dann lieber gucken, ja, kann ich, was passiert da in diesen 50% Schlechtes? Und da sehen wir auf jeden Fall Lügen. Lügen, 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 Lügen. Und jemand, der immer lügt, ja, wie wird, da gibt's, also hier gibt's ja keinerlei Prozess. Hier gibt's ja keinerlei Prozess von nicht mehr Lügen, so, ne? Also ich sehe den zumindest nicht, ne? Und er hätte ja auch sagen können, ich arbeite an meinem nicht mehr Lügen, anstatt dich rauszuwerfen, ne? Also das haben wir auch noch. Also okay, jemand kann mal kurzfristig die Beziehung beenden, meinetwegen, weil dich da rauswerfen. Also das finde ich auch krass, sag ich ganz ehrlich. Und ja, klar, dass ihr euch jetzt vermisst, das ist für mich jetzt aber keine, man vermisst auch die größten Bad Guys und Femme Fatales vermisst man auch. Also das finde ich jetzt keine richtige Information. Sammeln wir nochmal. Also du hast auch wenig über das Gute geschrieben, ehrlich gesagt. Fällt mir auch auf. Du schreibst jetzt zwar, es war gut, aber was war das Gute, ne? Du schreibst hier chronisches Lügen. Das finde ich immer ganz schwierig. Was ist denn, wenn du mir mal fragst, bist du fremdgegangen? Was willst du mit der Antwort anfangen, ne? Chronisches Lügen hatte ich aus der Wohnung rausgeschmissen. So. Weiß scheinbar nicht so richtig, was er will. Gut, das würde ich jetzt eurem noch etwas jungen Alter, okay. Und was hatten wir noch? Schlechtes Bauchgefühl. Ne? Also, dass du dieses Zwischending jetzt nicht gut durchhältst, kann ich verstehen. Absolut. Vermute mal, dass du auch viel drauf, also warst ja immer in Beziehungen, dass du auch viel drauf gibst, in Beziehungen zu sein. Vielleicht wäre es ja auch mal gut für dich, nicht in Beziehungen zu sein, um mal auf eigene Füße zu kommen und zu merken, du kommst alleine klar irgendwie. Also ich würde jetzt, glaube ich, nicht gleich wieder, gut, du hast jetzt keine neue Wohnung bezogen. Also auf jeden Fall, was ich auch sagen kann, ist, er muss die Arbeit machen, ne? Also ich meine, vielleicht habt ihr beide gestritten, aber er hat die Beziehung beendet, er hat dich rausgeschmissen. Und da sehe ich so, dass er muss sich um dich bemühen und muss dich überzeugen, dass er jetzt vielleicht nicht mehr lügt in Zukunft. Also ich bin grundsätzlich, bin ich jetzt überhaupt nicht dagegen, zu reden und nochmal zu gucken. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit werdet ihr wieder an den gleichen Punkt kommen. So, das muss man auch ganz klar sagen, ne? Wenn ihr jetzt da weitermacht.
Und ich finde, so viel Lügen finde ich schon, wäre für mich aus heutiger Sicht, also früher hätte ich auch viele Sachen anders gemacht, wäre für mich aus heutiger Sicht ein Dealbreaker, ne? Ich kann das einfach nicht ab irgendwie, ne? Also klar mal, sicherlich lügen wir alle mal ein bisschen, aber wir haben ja eine Latte von Lügen und auch dieses, ja, also jetzt mit den Geldsachen da zu lügen, ja, ich verstehe, das ist ein Schamthema für ihn, aber wie willst du denn mit so jemandem ein Leben aufbauen, auf den du dich da einfach nicht verlassen kannst, wenn mal wirklich große Sachen sind, dass der dich da einbezieht irgendwie, ne? Das finde ich echt schwierig und lohnt sich immer aufs Beuteschema zu gucken, gerade wenn du das schon öfter hattest. Und was auch dafür spricht, es ist vielleicht ein blöder Grund, aber nicht zurückzugehen, ist, dass du da schon zweimal das hattest, dass es ein Off gab und ja, dass es dann wieder weiterging. Vielleicht ist auch mal ganz gut, was anders zu machen und die Zeit zu nehmen, dich zu reflektieren, auch zu gucken, wo, also wir sehen ja hier seine Fehler, aber wo bist du vielleicht auch zu pushy? Wobei, ich finde es völlig in Ordnung, wenn du pushy bist, wenn jemand ständig lügt, ne? Also nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Aber natürlich darfst du dich auch reflektieren, auch die anderen Beziehungen. Wo bin ich vielleicht zu doll, habe vielleicht zu hohe Erwartungen an einen Partner, die er dann nicht erfüllt oder wo er sich erdrückt fühlt vielleicht durch meine Erwartungen. Das darfst du natürlich alles reflektieren. Also wenn es diese Sache mit diesem Lügen nicht geben würde, muss ich ganz, würde ich glaube ich sagen, ja, mein Gott, dann guckt er halt nochmal. Aber, und das mit dem, das hatte ich, hat richtig ausziehen. Ich weiß nicht, bist du jetzt wirklich so richtig ausgezogen oder hast du einfach nur deine Zahnbürste und deine PlayStation genommen und bist zu deinen Eltern gegangen irgendwie? Und sozusagen kannst sofort wieder zurück. Also, das wäre jetzt nicht, wär natürlich nicht ganz so krass, aber wenn er dich hat wirklich ausziehen lassen mit Möbeln oder so, das würde ich schon krass finden. Aber das Krasseste finde ich definitiv das Lügen, weil ich meine, es gibt Leute, die können scheinbar nicht anders, ne? Die können nicht anders als lügen. Und ja, und auch dieses mit deiner Abschlussprüfung. Also ich finde es spannend, dass du sagst, also das war bisher die beste Beziehung und dann kommt eine Latte, wo für viele Leute schon eine Sache ausreicht, dass man sagt, ey, boah, nee, ich kann Bock drauf. Also ich glaube, du kannst noch besser. Ich glaube, da gibt es noch Luft nach oben für dich, sage ich ganz ehrlich. Du bist jung, sei wirklich anspruchsvoll irgendwie und ja, halt uns auch gerne auf dem Laufenden, wie es weitergegangen ist. Das würde mich auch interessieren. Ne? Aber bausche es jetzt auch nicht so auf. Also das ist egal, was du machst. Also selbst wenn du jetzt zurückgehst, obwohl es eigentlich die falsche Entscheidung ist, wird es jetzt, glaube ich, auch ganz schnell wieder zeigen. So. Also insofern mach dir jetzt nicht so einen Druck, dass das jetzt so eine Monster-Riesen- Entscheidung ist, wie ob Großbritannien aus der EU austritt oder nicht, ist es glaube ich nicht. Ja, wünsche dir alles Beste. Wie gesagt, halt uns gerne auf dem Laufenden und wenn ihr noch Kommentare dazu habt, schreibt es gern rein und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.